Hallo und herzlich willkommen zur Lebenswuchs Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Angebote, App-Coupons und viel zu viele Nudeln, das zeichnet diese Woche meine Einkäufe und meinen Speiseplan aus. Wir schauen mal rein. Da ich letzte Woche endlich mal wieder Spinat gekauft habe, gibt es am Montag nach langer Zeit mal wieder Nudeln mit Spinatsoße. Dienstagmittag hatte ich keine Lust zu kochen, weshalb ich mir so Gemüsebaguette gemacht habe. Also das ist mein normales Proteinbaguette. Habe ich einfach mal nicht zusammengeklappt, sondern doppelt belegt. Das hat jetzt zeitlich länger gedauert, als wenn ich mir einfach Nudeln gekocht hätte. Aber ich wollte auch nicht einfach nur Nudeln essen, sondern was mit Gemüse. Und Käse ist da auch noch unten drunter. Und da mir das zum Mittag nicht reicht, habe ich mir noch eine Zitronencreme zum Nachtisch gemacht. Die hatte ich letzte Woche gekauft. Einfach so ein Pulver mit Milch anrühren, aufschlagen, dann wird ich fest. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Am Mittwoch war ich bei Lidl, weil Lidl Bananen im Angebot hatte, aber nur bis Mittwoch. Und für die Bananen, die haben das Kilo 95 Cent gekostet, habe ich 78 Cent bezahlt. Im Angebot Paprika allerdings, ja, es ist kein wirkliches Angebot, 6,49 das Kilo. Da habe ich jetzt 2,84 bezahlt. Ich möchte einfach auch noch mal ein bisschen anderes Gemüse essen als immer nur Kohl, was ja nun mal im Winter günstig ist. Und ich esse ja schon relativ viel die Nudeln oder Kartoffeln mit Kohl, und gerade abends, wenn ich dann irgendwie mein Baguette esse oder so, nehme ich noch ein bisschen Paprika dazu. Ja, dann habe ich mir hier noch ein Laugenbrötchen geholt, und zwar habe ich heute Abend meine Bootstheorie-Prüfung, und die ist um 18 Uhr, und dann werde ich da, ja, muss ich da so 17:45 aufschlagen, und dann werde ich irgendwie so Hunger haben. Und es ist so, dass wir das Prüfungsergebnis direkt nach der Prüfung bekommen. Halt, wenn wir dann warten, dass die ganzen Prüfungsbögen ausgewertet werden, werde ich dann einfach schon mal dieses Brötchen essen. Ich esse sehr gerne Laugenbrötchen. Das hat 35 Cent gekostet. Ja, und dann habe ich mir nochmal zwei Speisequark für je 1,49 und eine Packung Milch für 1,05 Euro mitgenommen. Das sind dann theoretisch genau 8 Euro, aber ich hatte wieder einen Lidl-Rabatt-Coupon über 50 Cent. Somit habe ich 7,50 Euro bezahlt. Und dann war ich noch bei Edeka. Bei Edeka war Gurke im Angebot für 99 Cent und diese Delverde-Nudeln im Angebot für 99 Cent, somit derselbe Preis wie Eigenmarke. Und ich finde diese Riccioli ganz witzig, deshalb habe ich die mitgenommen. Und im Angebot Linsenchips für 1,39, die gibt es dann heute Abend nach bestandener Prüfung, da bin ich mir sicher, dass das klappt. Und bezahlt habe ich bei Edeka 4,14 Euro. Mittwochmittag gibt's in studentischer Manier einfach Macaroni mit Tomaten-Käsesoße. Ich bin etwas im Stress wegen der Prüfung heute Abend, und da sollte es einfach mal schnell gehen. Donnerstagmittag bin ich irgendwie nicht so richtig fit, fühle mich einmal ein bisschen schlapp. Und da habe ich beschlossen, mir mal wieder einen Erasco-Eintopf warm zu machen. Ich glaube, das ist genau das Richtige. Den hatte ich noch vorrätig, ist jetzt der letzte. Ja, und den lasse ich mir jetzt schmecken. Am Freitag war ich nochmal einkaufen und habe ein paar Angebote geholt. Einmal bei Lidl hier Tomaten im Angebot für 3,49 das Kilo statt 4,49. Ist immer noch nicht wirklich günstig. 3,29 habe ich da jetzt bezahlt. Und da ich jetzt ja nach bestandener Bootstheorieprüfung die Tipps, die ich... Wann hatte ich die gekauft? Weiß gar nicht mehr. Montag, glaube ich. Mittwoch. Das ich schon wieder aufgefuttert habe. Nach der Prüfung habe ich jetzt nochmal welche geholt. 10 Cent günstiger als bei Edeka, nämlich 1,29. Das war jetzt so ein Wochenendangebot. Bezahlt habe ich bei Lidl 4,58. Und dann war ich noch bei Kaufland und habe drei Angebote geholt. Einmal den Wochenendangebot, die Butter für 1,11 Euro das Stück.
Dann war der Skier mit App um 15%, glaube ich, reduziert. Das sind vier Stück 5,96 und dann sind 90 Cent abgezogen. Also 5,06 Euro durch 4. Kann man sich ja ausrechnen, wer will. Und mit Kaufland-App auch im Angebot diese Bevola-Produkte. Da habe ich mir jetzt eine Bodylotion auch mitgenommen, die ich auch wieder brauche. 1,19 € minus 18 Cent, also 1,01 €. Bezahlt habe ich bei Kaufland dann 9,40 €. Freitagmittag gibt es wieder meine geliebten Gemüsetaler mit Wedges. Ich verlinke dir beide Rezepte und ich habe auch wieder gleich zwei Portionen gemacht, sodass es das dann morgen nochmal gibt. Samstagmittag gibt es nicht die zweite Portion von gestern. Die habe ich nämlich gestern Abend noch gegessen, weil ich nach dem Schwimmen so hungrig war, dass ich dachte, ich brauche jetzt nochmal so eine richtig große Portion Essen. Und heute Morgen war ich mit dem Rennrad unterwegs und da dachte ich, jetzt muss ich meine Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen. Und deshalb gibt es Spaghetti mit Zitronen-Basilikum-Soße. Das Rezept ist von Chefkoch. Das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich wandle das immer ein bisschen ab. Also ich habe zum Beispiel gerade keinen Parmesan, weil der ist ja auch unbezahlbar geworden. Und nehme deshalb einen normalen geriebenen Käse. Kannst auch ein Stück Käse klein schneiden. Und statt Sahne nehme ich 4%ige Kondensmilch. Warum? Nun ja, weniger Fett sind weniger Kalorien und sie hat deutlich mehr Eiweiß als Sahne und hat dieselbe Kocheigenschaft wie Sahne, weil sie eigentlich so ähnlich hergestellt wird. Und ja, und dann ist es eben noch ein bisschen gesünder. Gesund ist es nicht, aber es ist lecker. Und ich habe es auch schon mal ohne Basilikum gemacht, weil ich keinen hatte. Bin noch andere Kräuter reingemacht, das geht auch. Also sei da einfach kreativ. Sonntagmittag habe ich mir mal wieder meine Curry-Rahmennudeln gemacht, weil ich nämlich noch so viel Kohl habe. Also ich habe auch darüber hinaus noch jede Menge, sodass es dann nächste Woche auch noch ordentlich Kohl gibt. Rezept verlinke ich dir und die Portion ist etwas größer geworden. Also das ist nicht alles. In der Pfanne ist noch mal so viel. Deshalb werde ich dann wahrscheinlich heute Abend den Rest essen. Und ja, für morgen habe ich den Kohl bereits auch schon vorbereitet. Sonntagabend hatte ich den Rest vom Mittag und da das nicht reichte, habe ich mir noch etwas Skier mit Kakao und ein wenig Süßstoff angerührt. Und dies hier ist auch ein Tipp von mir an alle, die sich gesund ernähren wollen und trotzdem nicht auf Kakao oder Schokolade verzichten wollen. Dies ist zwar nicht direkt Schokolade, aber schmeckt nach Schokolade und ist deutlich gesünder. Kakao hat zwar eine Menge Kalorien, aber Kakao ist tatsächlich gesund, hat nämlich viele Mineralstoffe und Antioxidantien und ist blutdrucksenkend. Ob Kakao nun glücklich macht oder nicht, ist umstritten. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, aber er soll tatsächlich antidepressiv wirken. Diese Woche habe ich 25,62 € ausgegeben. Payback-Punkte und Cashback gab es diese Woche nicht, dafür aber bei Kaufland und Lidl einige Rabattcoupons in den jeweiligen Apps. Mit 25 Euro bin ich sehr zufrieden. Ich verdiene mit meinen Einkäufen noch Geld, indem ich sie mit meinem Handy ähnlich wie an der Kasse einscanne. Wie das geht und wie viel du damit verdienen kannst, erfährst du in dem Video oben rechts. Und mit der Finanzguru-App bekommst du deine Finanzen ganz automatisch in den Griff. Schau gern mal rein. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!